Eine Aufgabe von Jannis. Und zwar drei Maler, oder für Jannis in diesem Fall, drei Maler brauchen 17 Stunden, um eine Hauswand zu streichen. Wie lange brauchen 10 Maler? Jetzt ist natürlich dabei erstmal die grundlegende Frage, ist das jetzt eine proportionale oder eine antiproportionale Beziehung? Jetzt müssen wir uns fragen, brauchen die 10 Maler länger insgesamt als die drei Maler oder kürzer? Und geht man mal davon aus, dass die jetzt nicht zu 8 Pause machen und 2 nur streichen, sondern wir gehen davon aus, dass alle 10 Maler dann volles Rohr streichen, dann ist es natürlich klar, dass die 10 Maler schneller sind. Das bedeutet, wir haben eine antiproportionale Beziehung. Je mehr Maler, desto weniger Stunden brauchen sie. So, jetzt gibt es hierfür mehrere Möglichkeiten, das Ganze sich vorzustellen. Ich wähle jetzt mal diese Variante mit der Tabelle. Ja, ich bin ja natürlich immer ein bisschen, versuche ich hier das so zu machen, wie jetzt in diesem Fall Jannis das in der Schule gemacht hat oder machen soll. Aber ganz genau kann ich es immer nicht wissen, weil ich habe Jannis noch nie gesehen. Gut, also wir haben hier an dieser Stelle Maler oder Anzahl Maler. Ja, und hier drüben haben wir Stunden, die sie malen. Drei Maler, 17 Stunden, werden zu 17 Stunden zugeordnet. Jetzt können wir hier als erstes mal auf einen Maler kommen. Das heißt, dieses hier müssen wir durch drei teilen. Und da eine antiproportionale Beziehung besteht, müssen wir diese 17 Stunden dann hier mal drei rechnen. Denn wenn wir nur einer sind, alleine sind und diese Wand streichen sollen, brauchen wir natürlich dreimal so lange wie drei Leute. Wir sind nur ein Drittel von den drei Leuten, aber wir brauchen dreimal so lange. Das heißt, hier sind 51 Stunden stehen hier zu Buche. Als nächstes rechnen wir das dann um und multiplizieren das hier drüben mit der 10, denn wir sind dann wirklich 10 mal mehr als einer. Das hier brauchen wir immer nur als Zwischenschritt, damit wir wissen, wie einer, und dann können wir hier auf 10, auf 11, auf 80, auf 75 und so weiter, können wir runter oder rauf rechnen, je nachdem. Wenn wir hier durchteilen, müssen wir hier multiplizieren. Wenn wir hier mal rechnen, dann müssen wir hier drüben dividieren. Das heißt, hier teilen wir durch 10. 51 durch 10 ist 5,1 und als Ergebnis könnten wir oder als Antwortsatz könnten wir schreiben, 10 Maler streichen die Hauswand in 5,1 Stunden. So, als nächstes kommt nochmal was mit Omelettes und dann hoffe ich auf eure Zuschriften, auf weitere Aufgaben, auf Fragen hierzu oder auf Kommentare.